So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Die Freitagnacht, wie immer, eine freie Themennacht, eine offene Runde hier bei uns. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, diskutieren wollt, streiten wollt, plaudern wollt, was auch immer, dann meldet euch unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist 15 Jahre alt und sie heißt Jessica. Hallo Jessica. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein paar Probleme. Ich war medikamenten- und drogenabhängig. Mhm. Und ja, gehe jetzt anschaffen. Aha. Du warst medikamenten- und drogenabhängig. Bist du nicht mehr im Moment? Nee, ich war auf Therapie. Ja. Wann hat das mit den Medikamenten und Drogen angefangen? In welchem Alter? Also ich war 13, da habe ich Rheuma bekommen und dann knappes halbes Jahr später war ich schon bei Morphium. Ja. Und ja, dann war ich in der Rheuma-Klinik. Mhm. Und dort haben sie mir, also ich habe 120 Milligramm genommen und haben mir 100 Milligramm abgesetzt. Mhm. Und dann hatte ich halt einfach einen kalten Entzug, einen schrecklichen Entzug und so und ja, habe halt dann zu Drogen gegriffen. Und zu welchen Drogen hast du gegriffen? Also am Anfang war es LSD, dann ging es zu Ecstasy und zum Schluss war es Heroin. Zum Schluss war es Heroin. Wie bist du in den jungen Jahren an so harte Sachen rangekommen? Ja, es war also kurz vor der Schweizer Grenze, da war ein ziemlich armes Viertel, waren sehr viele Ausländer, jugendliche Ausländer, mhm, die mir schon oft vorher was angeboten hatten und ich immer abgelehnt hatte, weil ich mit meinen Medikamenten halt, ich hatte keine Probleme, war eigentlich ein glückliches Mädchen und ja, dann als es... Du musstest du da quasi nur zupacken, weil du es angeboten bekamst. Ja. Und das fing wirklich damit an, weil man dir das Morphium runtergesetzt hat. Ja. Und dich nicht... Ich hatte wirklich einen kalten Entzug, das ging gar nicht. Und hast du den Ärzten das nicht gesagt, dass du das nicht kannst, nicht verträgst, dass die das vielleicht etwas vorsichtiger machen, langsamer? Das war denen egal. Die haben gesagt, ich bin überdosiert, ich kann kaum noch aus den Augen schauen, nicht. Was haben deine Eltern damals dazu gesagt? Also mein Vater, der ist selber drogenabhängig. Ja. Ist in der forensischen. Mhm. Und meine Mutter, die hat halt auf die Ärzte vertraut. Mhm. Es hört sich so an, als hätten die sich eben auch nicht so richtig um dich gekümmert, die Eltern. Meine Eltern? Ja. Nee, nicht wirklich. Ja. Von den Drogen bist du wieder weg, sagst du? Ja. Wie hast du das geschafft? Das ist ja schon dann eine tolle Leistung, wenn du so harte Sachen genommen hast. Also ich war 9 Wochen auf Entgiftung in Meinkofen, also das ist bei Deckendorf. Mhm. Extra für Kinder und Jugendliche, so eine Entzugsstation. Ja. Wer hat das denn initiiert? Hast du gesagt, hast du dich da gemeldet oder hast du irgendwo gesagt, ich kann nicht mehr? Nee, ich war dann in Garmisch-Partenkirchen. In auch eine Rheumaklinik, also Kinder- und Jugendrheumaklinik. Mhm. Und dort habe ich dann so LSD gegriffen. Mhm. Ja, und das haben die halt gemerkt. Und dann haben sie Urinkontrolle gemacht. Ach so. Haben das halt nachgewiesen und dann bin ich sofort eingewiesen worden. Ah, so kam das ins Rollen. Und du hast das aber dann auch freiwillig mitgemacht. Ja. So, jetzt hast du aber gerade noch was sehr, sehr Gravierendes mir gesagt. Du bist 15 Jahre alt und sagst, dass du jetzt anschaffen gehst? Ja. Wo? Bei uns in der Stadt. Auf der Straße, oder? Manchmal ja, manchmal nein. Also ich habe zurzeit so einen Mann, den habe ich über eine Kontaktanzeige kennengelernt. Und er bezahlt gut, er verlangt nichts Abartiges. Ja. Seit wann machst du das schon? Also jetzt wieder seit einem halben Jahr. Wieder seit einem halben Jahr? Das heißt vorher auch schon mal? Ja, um an die Drogen halt ranzukommen, weil ich hatte ja... Das heißt, du hast damit angefangen, als du noch wirklich ein Kind warst, mit 14 oder so? Ja. Mhm. Damals hast du es gemacht, um an das Geld für die Drogen zu kommen. Ja. Warum machst du es heute? Ja, wir sind arm, um mir halt das leisten zu können, auch mal. Hm. Lebst du bei deiner Mutter? Ja. Weiß deine Mutter, was du machst? Nee, absolut nicht. Weiß das überhaupt jemand aus deinem Umfeld? Nee. Das,
heißt, du führst ein ganz klares Doppelleben. Ja, aber extremst. Ganz extrem. Gehst du in deinem anderen Leben auch ganz brav zur Schule, wie das jeder 15-Jährige macht? Nee, ich kann mich in keine Schule stecken, hat das Arbeitsamt gemeint, weil ich halt noch Suchtdruck habe, weil ich halt total psychisch und körperlich am Ende bin. Ach so. Das heißt, du verbringst eigentlich so offiziell deine Tage zu Hause. Ja, genau. Und machst dann, also wenn du jetzt nicht tätig bist, machst dann auch so weiter nichts. Nee. Und wie oft triffst du dich mit Männern? Kommt drauf an, wie ich Geld brauche. Meist Ende des Monats dann zweimal die Woche. Zweimal die Woche. Und was erzählst du deiner Mutter, wo du dann hingehst? Zu meinem besten Freund. Hm. Wie viel kriegst du bei, wenn du einmal bei einem Mann warst und mit einem Mann was gemacht hast? 150. 150 Euro. Wundert sich deine Mutter dann nicht, wenn du plötzlich da am Monatsende vielleicht ein paar hundert Euro hast? Also einen Teil von dem Geld verstecke ich, um mir was abzusichern. Mhm. Und einen Teil von dem Geld sage ich, ich habe es von meinem Kumpel bekommen, weil der weiß, wie wir dran sind. Und die schöpft keinen Verdacht? Nee. Wie ist das für dich, mit dem Alter auf den Strich zu gehen? Schlimm. Schlimm, wirklich schlimm. Deshalb rufst du mich auch an wahrscheinlich. Ja. Um mal drüber zu sprechen, weil du mit keinem sprechen kannst. Ja, schon. Das ist einfach eine totale Belastung. Das Hast du denn mal so überlegt, wenn du, ich meine, der wichtigste Ratgeber ist ja immer das eigene Gefühl, was man so hat. Ja. Wenn, also verfahre ich in meinem Leben. Wenn ich bei irgendetwas ein sehr schlechtes Gefühl habe, dann lasse ich es sein, auch wenn mir da Nachteile erwachsen. Hast du denn mal drüber nachgedacht, es wirklich sein zu lassen, auch wenn du dann weniger... Ich habe es jetzt auch sein gelassen. Ich habe den Mann bei der Kriminalpolizei angezeigt. Hast du gemacht? Ja, weil... Also ich sag mal, ich mache es freiwillig, aber er hat zu mir gemeint, er steht eigentlich auf jüngere Mädchen. Ja. Und dann habe ich gemeint, ich gehe jetzt für längere Zeit wieder ins Krankenhaus. Und dann hat er gemeint, naja, seine Tochter ist ja auch noch da. Und dann habe ich gedacht, nee, so kannst du es nicht lassen. Ich meine, dein Leben ist schon im Arsch, aber ein kleines Kind kann sich nicht wehren. Und ja, und da hast du ihn angezeigt. Das heißt, du bist jetzt auch bekannt bei der Polizei. Ja. Wissen die um deine Vergangenheit und was du gemacht hast? Ja. Die müssen dich ja dann befragt haben, woher du das weißt und so weiter. Ja. Und die haben noch keinen Kontakt zu deiner Mutter aufgenommen? Nee, ich habe gesagt, sobald ich Kontakt zu meiner Mutter aufnehme, sage ich gar nicht aus. Ah ja. Also sage ich kein Wort mehr. Also erstmal muss ich ja sagen, Jessica, Hut ab, dass du das gemacht hast. Das finde ich ganz toll. Ja. Und auch wenn du viel Pech gehabt hast bisher und du sagst, dein Leben ist im Arsch, du bist es nicht. Du bist ein tolles Mädchen. Ja. Wirklich, wenn du das so geschafft hast, auch mit dem Hintergrund, dass du jemand anderen schützen möchtest, finde ich das erstmal ganz toll. So, jetzt sehe ich auch ein, da ist auch schon vieles schiefgelaufen in deinem Leben. Ja. Aber du bist wiederum erst 15 Jahre alt. Und das heißt für mich, wenn auch viel schiefgelaufen ist, so besteht eine riesen Chance, das Ruder auch nochmal rumzureißen und nochmal richtig Fuß zu fassen. Ich meine, du hast ja schon mal den ersten ganz großen Schritt getan. Du hast ja eigentlich jetzt entschieden, es erstmal nicht zu machen. Ja. Das ist doch toll. Das ist doch toll. Also ich habe jetzt auch wieder vor, also nachdem ich wieder, also ich habe jetzt wieder einen Krankenhausaufenthalt und dass ich dann Schule anfangen werde und mein Traum ist es und war es halt schon immer mal in einem Kinderhospiz zu arbeiten. Also ist schon so ein Wunsch da zu helfen und anderen beizustehen. Ja, und auf jeden Fall. Dann vielleicht sogar jüngeren Leuten oder Kindern. Ja. Wie ist denn das Verhältnis zu deiner Mutter? Eigentlich sehr gut. Jetzt, also damals habe ich ja so einen Eindruck gehabt, nicht so ganz, aber jetzt sagst du sehr gut. Ja, sie ist halt viel auf Arbeit, sie hat halt sehr wenig Zeit. Hast du den Eindruck, dass deine Mama dich richtig lieb hat? Ja, schon. Du sie auch? Es geht. Warum es geht? Ja, weil sie halt mit meiner Drogengeschichte viel mit Unverständnis reagiert hat und mich total unter Druck gesetzt hat und
Ich habe alles freiwillig gemacht, ich habe es durchgezogen. Und das ist auch der Grund, weswegen du so gebremst bist, deiner Mutter von der Anschafferei zu erzählen. Ja, weil ich will sie halt nicht noch mehr belasten. Könnte es denn auch sein, dass sie vielleicht ganz aufgerüttelt ist und dir dann besonders beisteht, weil sie so erschüttert ist, dass das so weit gekommen ist? Nee, sie hat gemeint, wenn ich mir noch einmal Scheiße leiste, dann also komme ich ins Heim. Ja, aber du möchtest auf jeden Fall bei ihr wohnen bleiben. Ja, schon allein wegen meinem Mund, also. Ja, dann finde ich es auch das Klügste, vielleicht erstmal nichts zu sagen. Ja. Aber du musst ja andere Wege suchen. Ich meine, du bist ja schon dabei. Ja. Du hast jetzt gerade angedeutet, dass du nochmal in eine Klinik willst. Ja. Was soll da genau passieren? Ich habe durch die Drogen eine Psychose bekommen und habe seitdem Angstzustände wie blöd und kann halt nicht mit vielen Leuten im Raum sein, wer dort richtig aggressiv, wenn mich jemand anschaut oder so. Ja. Also das wäre dann so eine psychosomatische Klinik. Kinder- und Jugendpsychiatrie. Kennst du die? Warst du da schon mal, wo du da jetzt hin willst? Ja. Und hast du da ein gutes Gefühl, dass du da gut aufgehoben bist? Ich weiß nicht. Also der Arzt, der Chefarzt ist sehr nett, aber die Psychologin, die ich habe, die geht gar nicht. Ich meine, wenn der Chefarzt schon mal sehr nett ist, ist ja auch schon mal viel geholfen. Dann könntest du ihm ja vielleicht sagen, ich meine, der Mann wird das ja verstehen, dass das A und O ist, dass man auch mit dem Psychologen gut auskommt. Wenn man das nicht kann, dann kann man das in der Pfeife rauchen, so eine Therapie. Ja. Für wann ist das denn geplant mit der Psychiatrie? Also, kann in den nächsten Tagen sein, kann aber auch noch eine Woche sein. Achso, aber es ist alles so organisiert und eingefädelt schon. Ja, ich stehe schon auf der Warteliste. Also das finde ich auch gut, Jessica. Was hast du jetzt dir versprochen, davon hier anzurufen? Ja, halt einfach mich mal auszureden, halt einfach mal den ganzen Scheiß zu sagen. Ich will dir mal sagen, jeder Mensch macht große, kleine oder auch sehr schlimme Fehler. Jetzt sind dir einige Fehler passiert. Aber das ist auch sehr zu entschuldigen mit deinen jungen Jahren noch und auch mit deiner Erkrankung. Mit der Rheumaerkrankung damals und wie du da so reingeschlittert bist. Wir alle haben irgendwie schon schlimme Sachen gemacht. Aber das ist kein Grund, nicht nach vorne zu gucken. Und ich finde, dass du vielleicht sogar durch diese Zeit, die hinter dir liegt, auch an Stärke gewonnen hast. Ja. Ich glaube, dass du jetzt so mit deinen 15 Jahren so stark bist wie kaum ein anderes Mädel in deinem Alter. Das kannst du ja sogar nutzen. Nämlich nutzen für den Schritt nach vorne, dir zu helfen, deinen Traum wahrzumachen, von dem du mir gerade erzählt hast. Weißt du, ich finde immer, dass man auch, wenn man ziemlich in der Scheiße drin hängt, immer noch versuchen muss, das Gute zu sehen. Das Gute ist, finde ich, dass du den Typ angezeigt hast. Das Gute ist, dass du Träume hast. Das Gute ist, dass du freiwillig jetzt in eine Psychiatrie gehst. Also das ist doch ganz toll. Eigentlich müsste ich dich davon überzeugen, aber das muss ich ja alles gar nicht. Und ich finde, du musst dich nicht schämen für deine Vergangenheit. Tue ich aber. Ja, kann ich auch verstehen. Würde ich wahrscheinlich auch so, wenn ich du wäre. Ja. Aber ich sag dir so, als ganz fremder, weit von dir entfernter Mensch, ich sehe nicht schlecht auf dich herab, weil du das gemacht hast, weil ich das verstehen kann, dass du da reingeschlittert bist. Und wenn man einen Fehler gemacht hat, dann muss man weitergehen und Besseres machen in der Zukunft. Ja. Liebe Jessica, du weißt wahrscheinlich, dass ich nur so einen gewissen Zeitrahmen hier habe, immer mit den Leuten zu reden. Ich wünsche dir wirklich aus tiefem Herzen, das ist kein hohler Spruch, alle Kraft der Welt, dass du das schaffst und dass du auf die Beine kommst und das beruflich vielleicht auch machen kannst, was du gerne möchtest. Ja. Wenn du noch ein Gespräch mit meiner Psychologin hier im Hintergrund haben möchtest, biete ich dir das selbstverständlich sehr gerne an. Ja, gerne. Ja, meine Psychologin heißt Magdalena und das geht so, dass du auflegst und die Magdalena ruft dich gleich an. Okay. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Ja. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss.
0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, das ist eine kostenfreie Telefonnummer, oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Hier ist Inka. Inka ist 25. Guten Morgen. Hallo. Hallo Inka, guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Krankhafte Eifersucht. Krankhafte Eifersucht? Ja. Wer ist denn krankhaft eifersüchtig? Ich. Du? Ja. Erzähl. Ja, also wenn er am Handy ist oder am Computer ist, reagiere ich extrem eifersüchtig, denke sofort, da steckt eine andere Frau dahinter. Wenn er in einen anderen Raum geht, denke ich, er hat ein Zweithandy, wo er SMS schreibt oder mit einer anderen Frau telefoniert. Wenn er runter ans Auto geht, weil er irgendwas vergessen hat oder weil er irgendwas macht am Auto, denke ich, er trifft sich gleich mit jemand dort. Mhm. Also es ist richtig extrem. Nachts habe ich Angst, kann vor Angst sogar schon manchmal nicht schlafen, weil ich denke, dass er sich nachts aus dem Bett rausschleicht, sich an den PC setzt oder so. Ja. Hat er denn irgendwann dir mal einen Anlass gegeben? Nein. Noch nie? Wie lange seid ihr zusammen? Seit Mai letzten Jahres. Ja. Und bisher ist alles glatt gelaufen? Ja, ist immer alles glatt gelaufen. Ja. Seit Mai letzten Jahres, das ist dann ja auch noch eine relativ junge Beziehung. Ja. Warst du denn von Anfang an so eifersüchtig? In den Beziehungen vorher nicht. Das ist irgendwie in dieser Beziehung irgendwie extrem geworden. Ja, ich meinte jetzt auch gerade in dieser Beziehung. Warst du von... Ja, von Anfang an nicht so. Es hat sich irgendwie entwickelt. Kannst du das irgendwie rekonstruieren, so für dich? Warum das dann so angefangen? Ja, ich habe meine Eifersucht gezeigt, da hat er sich zurückgezogen. Dann ist für mich so, er zieht sich zurück, hat kein Interesse an mir, da muss eine andere Frau hinterstecken, die Eifersucht ist mehr geworden. Ach so. Er zieht sich noch mehr zurück. Und das schaukelt sich dann immer so auf. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie reagiert er denn auf diese Art der Eifersucht, wie du sie gerade geschildert hast? Meistens sehr genervt. Manchmal versucht er mir dann entgegenzukommen, aber auch schon, dass er sagt, nee, ich habe jetzt keinen Bock und du darfst jetzt nicht im Handy gucken. Er erlaubt mir zu kontrollieren. Mhm. Und dann sagt er, nee, du darfst nicht in mein Handy gucken. Und dann ist für mich rum, dann sagt er, ja, er hat was zu verbergen. Dann sagt er, nee, und dann geht's hin und her. Und dann darf ich doch ins Handy gucken, weil ich dann meistens dann schon heul und es total schlecht geht. Ja. Und dann sehe ich in seinem Handy nichts. Und dann sage ich mir aber, als hat er vorher schon alles gelöscht. Wie oft kommt es zu sowas? Wie oft? Jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Und jeden Tag kommt es auch zu Gesprächen? Nein. Mehr oder weniger? Also wenn er runtergeht zum Auto, sprichst du ihn nicht jedes Mal an, ist da vielleicht unter dem Auto versteckt eine Frau? Genau. Du denkst das dann, aber manchmal sprichst du ihn auch an? Ja, wenn es ganz schlimm wird, wenn ich mit dem Körper reagiere, also wenn ich Herzrasen, Magenschmerzen, Zittern, Schweißausbruch, Kopfweh, also wenn ich das kriege, dann spreche ich noch an. Ja. Ihr wohnt aber noch nicht zusammen in einer Wohnung. Bitte? Doch. Doch, schon? Ja. Ganz flotte. Ja. So, Inka, so geht's natürlich nicht weiter, ist ja klar. Nee. Wenn ich dein Freund wäre, würde ich wahnsinnig. Ich hätte so einen Hals irgendwann auf dich. Den habe ich ja schon selber auf mich. Ja. Ich sag mir schon selber, ich will's gar nicht. Ich will gar nicht mal mehr das Gefühl haben, das ist so schlimm für mich. Was tust du denn dagegen? Ich versuche mich dann abzulenken. Ich habe schon eine Therapie gemacht. Ich war schon in Therapie deswegen. Aber Therapie? Wie lange denn? Du, also ich bin immer wieder in Therapie, auch wegen anderen Dingen, schon 8 Jahre ungefähr. Ach so. Und hast es dann in deiner laufenden Therapie angesprochen? Ja. Mhm. Gut, dann hast du doch schon viel über dich nachgedacht. Hast du denn irgendwie eine Idee vielleicht auch entwickelt mit deinem Therapeuten, woher das rühren kann? Das könnte eventuell von dem Tod meines Vaters rühren. Ja. Er ziemlich plötzlich gestorben ist, ich war 11. Ja. Und dass da halt immense Verlustängste entstanden sind. Hattest du bei anderen Beziehungen aber noch nicht so, sagst du? Nee, die Verlustängste in dem Sinne schon, aber das hat sich dann erst entwickelt, nachdem ich in meiner letzten, also der Beziehung davor, betrogen worden bin. Ah ja, dadurch kann es natürlich auch nochmal sich extremer gezeigt haben, das Ganze. Ja. Mhm. Und da er mich hauptsächlich übers Handy, sag ich mal, betrogen hat, ist halt Handy bei uns hier Tabuthema irgendwie. Ja, aber das ist ja immer so das alte Lied, dass man natürlich nicht die Erfahrungen, auch so schlechte Erfahrungen, unbedingt übertragen muss aus einer alten Beziehung in eine neue Beziehung. Ja. Dadurch besteht natürlich die absolute Gefahr, dass man sich die neue Liebe schon wieder kaputt macht deswegen. Und du bist auf dem besten Wege dazu. Ja, das weiß ich. Und ich versuche es jedes Mal auszuhalten, mich abzulenken, mir zu sagen, ich brauche das Gefühl nicht haben, weil jedes Mal, wenn ich kontrollieren durfte, war es ja so, dass ich nie was festgestellt habe. Ja. Nur dann kommt ein Gefühl in meinem Bauch und es sagt dann, hey, da stimmt was nicht. Und dann fängt mein Kopf wieder nachzudenken in die negative Richtung. Dann versuche ich das Gefühl aber unter Kontrolle zu bringen und das funktioniert dann
vorne und hinten hat. So, gibt es wahrscheinlich nur zwei Verhaltensmöglichkeiten. Die eine ist, wirklich durch große Strenge zu dir selbst dich noch mehr an die Kandare zu nehmen. Ja. Und wenn du das nicht alleine schaffst, dass du das nochmal, ich weiß nicht, bist du im Moment immer noch in einer Therapie? Ja, bin ich, aber wegen was anderem. Gut, aber dennoch würde ich das an einer Stelle dann mit dem Therapeuten mal besprechen, weil das ja offensichtlich eine gravierende Sache ist, die dein Leben sehr beeinflusst. Das habe ich mit ihm schon besprochen und er sagte, dass das andere Thema halt wichtiger ist im Moment, weil das halt wirklich wichtiger ist. Darf ich mal fragen, nur Stichwort, was das andere Thema ist? Suchtabhängig. Suchtabhängig? Ja. Was für eine Sucht hast du? Ich bin abstinent drogensüchtig. Ah ja. Und wie lange warst du drogenabhängig? 1,5 Jahre. Und von was? Von Cannabis. Richtig, richtig heftig. Richtig heftig, jeden Tag mehrere Gramm. Mhm. Ja, dennoch, auch wenn der Herr Psychologe meint, dass das Wichtigere ist, mag das ja sein, aber für dich ist das andere genauso wichtig. Und dann sollte er, finde ich, sich auch bemühen, das mit einzubauen. Er baut es ja auch mit ein. Wir haben schon mehrere Versuche, sage ich mal, gestartet, wo ich es auch am Anfang schaffe, durchzuhalten. Mhm. Und dann klickt bei mir irgendwann ein Schalter um. Ich kann es selbst nicht definieren, warum der dann umklickt. Oder ja. Funktioniert es nicht. Ja, und diesen Schalter, das ist nun mal der Job des Psychologen, diesen Schalter muss er rauskriegen, was das ist und warum das so ist. Weil du machst dir ja, das ist dir ja, wenn wir so sachlich drüber reden, ist dir das ja auch bewusst, dass du deine Liebe damit zerstörst. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja noch recht jung und die ganze Angelegenheit und schnell hat er irgendwann die Faxen dicke und geht. Ja. Du liebst ihn aber sehr. Ja. Und noch liebt er dich auch sehr. Sagt er jedenfalls ja. Sagt er ja. Und das wird ja wohl auch so sein. Ja. Aber die Gefahr schwebt über euch. Natürlich. Also ich würde dir wirklich dringend raten, wenn das jetzt so pathologische Züge annimmt, wie du es jetzt auch geschildert hast, das wirklich nochmal zu thematisieren mit deinem Psychologen, dass er dir da irgendwie eine Hilfestellung anbietet. Mhm. Wenn du es alleine schaffst. Wobei ich ja immer der Verfechter bin dessen, dass man alles erstmal versuchen sollte, alleine zu schaffen. Natürlich. Ne, weil das ist auch das tollste Erfolgserlebnis hinterher, wenn man es dann alleine geschafft hat und nicht gleich zum Psychologen gelaufen ist. Aber manche können das nicht und da muss man halt abwägen, wie es am besten funktioniert. Entscheidend ist ja, was dann hinterher rauskommt und ja, wie man sich verhält. Würde dir aber auch gern noch die Einschätzung von meiner Psychologin sagen lassen. Mhm. Gern. Ja, dann legst du bitte auf und Magdalena ruft dich zurück. Okay. Alles Liebe und alles Gute, Inka. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben gleich 1:30, 1:26 Uhr, genau. Und das ist eine gute Zeit für die Postecke heute. Es gibt eine kleine Postecke. Wir haben sehr viel Post bekommen zu dem Anrufer Frank von voriger Woche. Frank hat vor 9 Jahren zusammen mit seinem Bruder, dem Mann, der sein Kind sexuell missbraucht hat, den Penis abgeschnitten und ist dafür dann ja auch 4 Jahre in den Knast gegangen. Ich möchte euch einige Reaktionen zu diesem Fall vorlesen. Er schreibt unter anderem Karl-Heinz, 37 Jahre aus Sachsen-Anhalt. Hallo Domian, Frank hat genau das Richtige getan. Er ist für mich ein Held. Allen Schweinen, die sich an Kindern vergehen, sollte der Schwanz abgeschnitten werden. Ich kann dich nicht verstehen, dass du die Tat verurteilt hast. Sigrid aus Fendt in Österreich schreibt, lieber Domian, ich war fassungslos, als ich Frank habe erzählen hören. Und ich war hin und her gerissen. Einerseits empfindet wohl jeder Vater und jede Mutter unendlichen Hass auf den Menschen, der dem eigenen Kind etwas angetan hat. Andererseits bin ich froh, dass wir in einer Zeit leben, wo eben nicht jeder nach seinem persönlichen Gefühl Recht sprechen und richten darf. Wenn das alle machen würden und vielleicht auch bei anderen Taten, würden wir zurückfallen in die Barbarei. Hans aus Puttgarden. Hallo Domian. Frank hat richtig gehandelt. Frank ist ein mutiger Kerl. Frank ist für mich ein Vorbild. Jetzt komme du, Domian, mir nicht mit deinem Argument, wir haben einen Rechtsstaat und Selbstjustiz ist absolut nicht hinnehmbar. Ich halte unser Rechtssystem für marode. Wer kriegt denn schon seine gerechte Strafe? Nach ein paar Jahren sind auch die Schlimmsten wieder frei.
So, jetzt Themenwechsel. Michael, 26 Jahre aus Herne, schreibt: Hallo Domian, ich gucke deine Sendung so oft es geht. Toll, dass es so eine Show im Fernsehen gibt. Ich bin ein großer Fan von dir und ich bin ein großer Fan von Oliver Pocher. Ihr beiden seid mein Traumpaar. Nein, nein, nicht so wie du es jetzt verstehst, sondern ihr beiden als Gastgeber einer Talkshow. Das wäre doch der Renner. Überleg doch mal. Das ist ja doch eine sehr pfiffige Idee von Michael 26 aus Herne. Da sollten wir doch mal drüber nachdenken. Die Sendung könnte dann heißen Pocher Domian oder Domian Pocher. Und naja, das wäre zumindest eine sehr ungewöhnliche Paarung, wir beiden. Dann zu unserer gestrigen Sendung Waldgeschichten schreibt Arne aus Freiburg: Den besten Sex mit meiner Freundin habe ich immer im Wald. Deshalb ist es bei uns schon Ritual, ein- bis zweimal die Woche, fast egal wie das Wetter ist, raus in den Wald zu fahren und das immer im Dunkeln. Wir schreien uns dabei die Kehlen aus dem Hals. Nur einmal hat uns bisher ein Förster erwischt. Und das Einzige, was er sagte, war: Macht nicht so einen Lärm, ihr verschreckt mir ja alle Tiere. Ende unserer kleinen Postecke heute. Und weiter geht es jetzt mit unserer Sendung 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema. Und ich begrüße ganz herzlich jetzt den Murat. Murat ist 32 Jahre alt. Hallo Murat. Ja, hallo Domian, ich bin 32, genau. Ja. Und zwar rufe ich an, weil ich seit 4 Monaten den Weg als Transsexuelle angefangen habe und ich hatte das schon länger vorgehabt, bloß ich habe es halt in Erwägung gezogen, wegen meiner Familie, und da ich ja Moslem bin, ist es halt etwas schwierig, damit zu leben. Ja. Und woher kommt deine Familie? Die kommt aus der Türkei. Aus der Türkei. Ja, genau. Und ich ist dann wahrscheinlich ein riesengroßes Problem, wenn man transsexuell ist und in einer traditionellen muslimischen Familie genau aufgewachsen ist. Ist deine Familie sehr, sehr konservativ, traditionell? Ja, leider schon. Also wir sind auch 7 Geschwister. Meine Brüder sind sehr konservativ. Meine jüngere Schwester ist hier in Deutschland aufgewachsen. Mit der habe ich über alles geredet. Bist du hier in Deutschland auch geboren? Ich bin auch hier in Deutschland geboren. Ja. Und die jüngere Schwester, die weiß Bescheid? Die weiß Bescheid. Der Rest der Familie weiß nicht Bescheid. Ja. Und jetzt habe ich natürlich die Probleme damit, das meiner Familie beizubringen. Das glaube ich. Da ich natürlich etwas Angst habe. Ich bin natürlich froh, dass ich diesen Weg jetzt endlich, ich meine mit 32, habe so lange drauf gewartet. Ich wollte schon eher machen. Also du hast, wir erklären das vielleicht nochmal, du hast die Absicht, du hast das Gefühl, im falschen Körper geboren zu sein. Auf jeden Fall. Das heißt, du bist jetzt Mann, aber eigentlich glaubst du, dass du eine Frau bist. Du bist im Körper eines Mannes, genau. Aber glaubst, eine Frau zu sein, und dein Ziel, dein Traum ist, dich irgendwann operieren zu lassen? Genau. Zu einer Frau, dass du dann, das aus Murat, wie möchtest du dann also heißen? Ich nenne mich jetzt eigentlich schon Amira seit 4 Monaten. Wie Anir? Amira. Ja. Lebst dann natürlich auch seit Jahren ein vollkommen geheimes Doppelleben. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ich habe natürlich aber jetzt vor 4 Monaten bin ich zum Frauenarzt gegangen, auch zum Psychologen. Ja. Man kommt ja durch einen Gutachter, bevor man überhaupt Hormontabletten verschrieben bekommt. Das genau. Geht nicht von heute auf morgen. Ja. Und der stellt das ja fest, ob du wirklich diesen Weg eingehen willst oder nicht. Mhm. Und ich hatte schon vorher aber vom Schwarzmarkt, man kommt halt einfach dran an die Hormontabletten. Mhm. Und das habe ich natürlich auch alles dem Psychologen, dem Frauenarzt erzählt. Mhm. Und so insofern bin ich also schon in Behandlung, das ist auch sehr gut, da habe ich keine Probleme mit. Merkt man, sieht man es dir denn schon an, dass du dich veränderst im Moment? Ja, also durch die Hormontabletten bekomme ich natürlich etwas Brust. Also die Haut muss sich ja dehnen erstmal, bevor du überhaupt Silikonbrust machen lässt. Fällt das deiner Familie auf, dass sich da was verändert körperlich bei dir? Also ich lebe ja jetzt seit 4 Monaten auch 24 Stunden lang als Frau, also praktisch als Transsexuelle. Ach so, wenn du durch die Stadt gehst, gehst du als Frau, als Amira durch die Stadt? Ja, auf jeden Fall. Also, ob man mir das jetzt ansieht oder nicht. Ja, aber du gehst natürlich nicht als Amira zu deiner Familie, nein. Nein, nein, natürlich ich habe sie jetzt auch seit 8 Monaten nicht gesehen. Meine Familie habe ich seit 8 Monaten nicht gesehen. Ich bin ja extra nach Berlin gezogen. Ach so, und die Familie wohnt aus Hannover. Hm. Ja, genau. Meinst du denn, die wittern irgendwas, dass mit dir was nicht stimmt? Also ich rede, wenn meine Mutter anruft oder mein Vater, dann rede ich ganz normal. Hm. Also die merken das nicht. Aber ich würde es ihnen dann auch gerne mitteilen. Bloß dann am Telefon sage ich dann wieder, meine Mutter ist halt nicht so belesen, mein Vater ist sehr gläubig. Redest du jetzt auch ganz normal oder redest du jetzt wie Amira?
ganz normal, so rede ich ganz normal. Meine Stimme hat sich etwas weicher, bin ich geworden. Also so wie wir beide jetzt sprechen, so redest du auch mit deiner Mutter? Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich dachte jetzt, dass du jetzt schon ein bisschen mehr auf Frau machst in der Stimme. Nee, das ist nicht der Fall. Nee. Wundern die sich nicht, wenn du bist 32 Jahre alt, dass du noch keine Freundin hast oder nicht verheiratet bist? Ja, ich habe immer halt so getan, so ich habe immer so Alibi-Freundinnen gehabt oder mich sehr viel mit Frauen zusammen gezeigt. Die wussten halt von mir schon Bescheid, das waren sehr enge Freundinnen. Ja. Und da hat meine Familie gedacht, das wäre meine Freundin. Ach so, das ist alles etwas vorgespielt, was ich gar nicht war. Ja, alles ein Teil der Scheinwelt. Genau, und dann so viel Zeit vergangen. Ist eigentlich sehr schade. So, vorher war ich eigentlich eher wie so ein Gefängnis. Du bist in einem falschen Körper. Du traust dich nicht in eine Gesellschaft raus. Du traust dich nicht vor deinen Verwandten, dich zu zeigen, weil du immer Angst hast, irgendwas stimmt mit dir nicht. Die werden dich ansprechen. Warum hast du nicht geheiratet? Und wie sollte ich überhaupt anfangen? Mit wem sollte ich darüber reden? Natürlich. Also ich glaube ja auch, ich weiß es, dass es für streng muslimische Familien schon extrem schwierig ist oder fast unmöglich, einen schwulen Sohn zu akzeptieren. Genau. Geschweige denn einen transsexuellen Menschen. Das ist ja dann noch viel krasser wahrscheinlich für... Vorher habe ich ja als Schwuler praktisch gelebt, sozusagen, um auch überhaupt sexuelle... gewisse Sachen zu erleben oder so, weil ich also stehst schon auf Männer? Auf Männer, aber da habe ich mich in der Rolle, habe ich mich halt nicht wohlgefühlt als Schwuler. Verstehe. Das war auch wieder nicht für mich. Also ich habe zwar mit Männern Sex gemacht, aber das war war halt ein anderes Gefühl. Und jetzt als Transsexuelle seit 4 Monaten, auch wenn es ein schwieriger Anfang ist, bin ich auch, wenn es wenig ist, also sehr glücklich. Aber es wird doch wahrscheinlich so sein, wenn dein Weg hoffentlich erfolgreich irgendwann an das Ziel kommt, dass du ganz eine Frau geworden bist, dass du dich von deiner Familie komplett wirst verabschieden müssen, oder? Gibt es Hoffnung, dass die Mutter, der Vater vielleicht doch sagt, es ist unser Kind, egal ob das ein Mädchen oder ein Junge ist? Das beschäftigt mich ja jetzt am meisten. Das ist das, was mich eigentlich sehr so... Manchmal denke ich dann, ich bin sehr einsam, weil ich meine Familie das gar nicht beibringen kann oder so. Und was wäre denn die, du kennst deine Familie in- und auswendig. Ja. Was wäre für eine, was könntest du dir für eine Reaktion erwarten, wenn du es sagen würdest? Also ich glaube, meine Eltern würden es vielleicht irgendwann nach einer Zeit vielleicht akzeptieren, aber meine Brüder würden auf mich zukommen oder mich schlagen oder so. Davon gehe ich schon aus, weil die sehr extrem konservativ sind. Besuchen die dich manchmal in Berlin? Die Brüder? Nein. Zu denen habe ich auch gar keinen Kontakt. Also du bist schon so ein bisschen Außenseiter in der Familie, ne? Ja. Die Jungs machen so ihren normalen Werdegang. Genau, haben geheiratet, alle Kinder. Und du bist der bunte Vogel, der nach Berlin gegangen ist. Genau. Und wenn du von so einer Familie kommst und als Außenseiter, ist es schwierig, auch selber extrem schwierig zu gehen. Aber Gott sei Dank bin ich immer sehr stark gewesen, dass auch, wenn ich was im Kopf setze, dass ich das auch machen will. Ja. Das hat jetzt lange gedauert, aber... Ja, ich erahne, was für ein steiniger Weg hinter dir lag. Wenn man aus solchen Verhältnissen kommt, dann einen solchen Weg zu gehen und sich dazu innerlich vor sich selbst erstmal zu bekennen, genau. Das ist schon eine Leistung. Das ist schon. Nun ist Berlin ja ein riesen Spektakel von Menschen und man findet alles Mögliche. Hast du denn schon mal Transsexuelle getroffen, die aus dem gleichen kulturellen Hintergrund kommen wie du? Gibt es auf jeden Fall. Also und gibt es da interessante Erfahrungsaustausche, aus denen du vielleicht etwas, von denen du etwas lernen könntest? Habe ich also sehr viel sogar. Und zwar, bevor ich diesen Weg nicht eingegangen bin, war es so, dass ich fest davon überzeugt war, dass ich die ganze Operation machen lasse. Auch jetzt zum Beispiel meinen Penis wegmachen lasse. Aber seitdem ich mich mit den anderen Transsexuellen unterhalten habe, die es wegmachen lassen haben, man kriegt nämlich keinen Orgasmus auch. Das hat der Frauenarzt ja auch gesagt. Der meinte so, weil die Adern ja durchtrennt werden, das spielt sich dann alles hinterher im Kopf ab. Und vorher, wo ich das noch nicht wusste, habe ich gedacht, es wird, mein Penis muss weg, weil das stört mich ja, weil das ist einfach für mich zu viel im Körper. Ach so, das heißt, dann haben wir es gerade ein bisschen missverstanden. Ich dachte, dass du so diese komplett große Operation irgendwann anstrebst. Das heißt, du willst deinen Penis jetzt behalten.
Das hatte ich ja vor, bloß jetzt habe ich das im Kopf so 50-50. Ja. Ich meine, jetzt ohne Orgasmus dein ganzes Leben lang zu leben, ja, ist natürlich auch nicht so schön. Mhm. Aber es ist natürlich, das, mein Penis stört mich schon. Und das, mhm, bei jeder richtigen Transsexuellen ist es so, dass sie das schon weghaben. Mhm. Na gut, aber so weit sind wir jetzt vielleicht auch noch gar nicht. Du musst deine Hormonbehandlung erstmal machen. Genau, das dauert erstmal über 1-2 Jahre. Dort. Genau, und die Problematik ist ja mit Penis oder ohne Penis dieselbe, was deine Familie anbelangt. Genau, das, ja, ändert sich ja nicht. Das ändert sich überhaupt nicht. Mhm. Genau. Da ist natürlich ein Rat von außen äußerst schwierig zu geben. Ja. Außer, dass ich so feststellen muss, dass ich gut finde, dass du deinen Weg gehst. Aber ja, das ist das einzige Gute. Das ist das einzige Gute. Und wenn du wenn du immerhin deine Schwester als Ansprechpartnerin hast, die dich so nimmt, wie du bist, ist es ja auch erstmal gut. Sie tut mir auch wirklich sehr gut. Sie kennt mich ja nun, mhm, wirklich in- und auswendig. Und wenn du eine Person hast, mit der du über alles reden kannst, das beruhigt, mhm, dich schon. Und dann müsstest du wahrscheinlich, aber das tust du ja bestimmt auch, mit der Schwester beraten, wie das irgendwann mit den Eltern sein wird. Sie hat ja selber zu mir gesagt, sie hat gesagt, sag es noch nicht. Ja, ist vielleicht auch ganz, ganz schlau, das noch nicht zu sagen. Genau. Irgendwann wirst du sagen müssen, weil du so aussiehst wie eine Frau. Genau, genau. Sie hat gesagt, warte ab, bis du erst richtig gut aussiehst als Frau, sondern nicht so einfach halb-halb, weil im Moment merkt man es halt an. Dann so zur Familie zu gehen, das ist ja dann noch erniedrigender für die Familie. Auf einmal kommt der Sohn als Halbmann, als Halbfrau an. Ja, ich würde auch nicht da irgendwann auftauchen und sie vor verendete Tatsachen stellen. Ich würde es vielleicht erstmal per Telefon besprechen, genau, oder per Brief oder weiß ich was. Genau. Erschütternd finde ich natürlich, dass du in all dieser ganzen Problematik noch Angst um deine Gesundheit haben musst, weil du Angst hast, deine Brüder schlagen dich zusammen. Ja, das ist auch noch im Hintergrund. Das finde ich sehr schlimm. Also, ja, und da kann man ja, da weiß ich gar nicht, wie man damit umgehen soll. Ich glaube, weil ich ja jetzt sowieso gar keinen Kontakt mehr zu denen habe, hat sich das vielleicht natürlich so, man vergisst ja auch, wenn man sich nicht mehr sieht eine Zeit lang, dann vergisst man einiges. Aber ich habe natürlich, wenn die mich so sehen würden, das oder würde sofort auf mich losgehen. Das weiß mein Vater nicht, aber meine Brüder ja. Aber der Kontakt zu deinen Eltern ist dir schon sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Und das wäre für dich ein großes Glück, wenn sie dich irgendwie akzeptieren könnten. Und ja, nicht ganz, aber ich würde es auch verstehen, wenn sie mich nicht ganz akzeptieren. Das ist, ich meine, das ist eine ganz andere Generation. Wie soll ich das denen richtig beibringen? Klar, das geht ja gar nicht. Also ich finde auch die Gangart richtig, was deine Schwester sagt, dass du es erstmal nicht sagst. Genau. Hab den Kontakt zu deiner Schwester als Bezugsperson, kümmere dich um dich, das ist ja auch ein schwieriger Weg, der jetzt weiter vor dir liegt. Ja, man kann ja gar nicht arbeiten, man kann zum Beispiel nicht beruflich etwas machen oder so. Genau. Du nimmst die Hormontabletten, du bist manchmal depressiv. Ja. Dann willst du denn arbeiten? So. Also die meisten prostituieren sich ja auch. Ich mache das Gott sei Dank nicht. Was hast du denn gearbeitet bisher? Ich habe bei der Polizei früher gedolmetscht in Hannover. Ach so. Ah, ja. Und das geht im Moment nicht in Berlin? Das geht im Moment nicht. Ich meine, die Leute gucken mich dann dumm an. Ist klar. Will die Transe jetzt hier... Geh das Ganze langsam an, Murat. Ich glaube, das ist das Richtige. Und versuche es dann irgendwann schon deinen Eltern beizubringen. Und dann muss man sehen, was daraus wird und wie sie sich entwickeln. Ja. Oder wie sich die ganze Sache entwickelt. Dir auf jeden Fall wünsche ich alles Gute und ich bedanke mich. Alles Liebe von Herzen und schöne Grüße nach Berlin. Ja, ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Okay, tschüss, danke. Ilona ist hier. Ilona ist 50. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Ilona. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe da ein gewisses Problem. Und zwar bin ich seit 24 Jahren verheiratet. Mhm. Von meiner Seite her sah es immer so aus, als wenn es also gut harmonieren würde. Dann bin ich vor 5 Jahren schwer krank geworden. Ich muss jetzt seit 5 Jahren 3-mal die Woche an die Dialyse. Mhm. Und wir haben 3 Kinder, also große, 23, 20 und 17. Lief auch soweit alles ganz okay. Und Weihnachten war noch alles in Ordnung. Silvester und Neujahr sagte mein Mann mir einfach knallhart, also er hätte sich für eine 30-Jährige entschieden. Mhm. Ich wäre ihm zu unattraktiv und ich wäre zu krank und er hätte keinen Bock mehr und tschüss. Unfassbar.
sagt zu dir, du bist unattraktiv und du bist zu krank? Und genau, ich bin zu krank und ich habe jetzt im Moment einen Katheter in der Brust, weil ich nicht anders platzieren kann. Hm. Und er fühlt sich nicht mehr wohl, es kotzt ihn alles an, er will anders leben. Ist das ein Schlag ins Gesicht? Ja, jetzt, es ist nur das Problem. Wenn er jetzt gesagt hätte, okay, wir setzen uns zusammen, wir sprechen drüber. Ich meine, es kann überall passieren. Mhm. Es ist keiner davon irgendwie vorgeschützt, dass man sagt, nee, ich kann mich nicht neu verlieben. Mhm. Aber er führt jetzt so ein Leben. Er geht also offiziell mit dieser jungen Frau überall hin. Mhm. Meine Tochter ist 23, sie hat ihn die Tage gesehen, sie wollte mit ihm sprechen, hat er sich ins Auto gesetzt, ist mit der Frau weggefahren. In Italien? Nein, hier bei uns, so hier in Castrop-Rauxel. Er war hier mit der Frau auf der Straße. Achso, ich habe verstanden, die hätten sich in Italien zufällig getroffen. Nein. Und die Tochter wollte ihn ansprechen, da gab er dann Gas und war weg. Mhm. Jetzt ist das natürlich so, er geht also zu ihr hin, wie, wo, wann er will. Er fragt nicht mehr danach. Er kommt abends nach Hause, als wenn nichts wäre. Er fährt freitags nachmittags hin, kommt erst sonntags abends wieder. Mhm. Oder erscheint irgendwann mal, um sich hier zu rasieren und um sich zu waschen und sich umzuziehen und dann zu sagen, ist das okay, bin ich nicht ein toller Typ und. Und mutet dir das alles zu? Mutet mir das alles zu. Jetzt habe ich natürlich ein gewisses Problem. Ja. Der Sohn, den wir haben, der Philipp, der ist 20, das ist natürlich ein totales Vaterkind. Egal was war, der braucht auch bis heute noch nicht arbeiten, mein Mann unterstützt ihn voll und ganz, das ist alles toll. Der sagt natürlich immer, lass es, lass den Papa laufen, der Papa will noch was vom Leben haben, du bist krank, guck dich an, wenn du von der Dialyse kommst, bist du müde, wer bist du denn? Der haut mir auch noch so in die Kerbe. Das sagt der Sohn auch zu dir? Ja. Der bei dir wohnt? Ja, nein, der wohnt gegenüber von uns, der hat eine kleine 1,5-Zimmer-Wohnung. Mhm. Der kommt aber zu mir zum Essen und ich kümmere mich um ihn von der Wäsche her und so. Der Junge hat ja auch noch keine Ausbildung, keine Arbeit, nichts. Was macht der denn? Der gammelt nur rum. Ah, ja. Und mein Mann sagt, das ist in Ordnung und deshalb müssen wir schon alles hier aufrecht halten, damit es dem Jungen weiter gut geht. Wer zahlt denn sein Gammeln? Das macht alles mein Mann. Ah, ja. Mein Mann ist Hauptkommissar und der lebt und lebt und lebt. Mhm. Mhm. Jetzt ist bei mir nur so, ich bin dermaßen hin und her geschaukelt, weil auf eine Art sagt er, er möchte hier das nicht aufgeben. Ich würde angeblich ja sowieso nur einen Sessel brauchen und einen Fernsehen. Ich wäre ja eine alte Frau von 50, was an für sich überhaupt gar nicht an dem ist. Mhm. Bekannte von uns, also die schütteln mit dem Kopf, weil er jetzt so eine junge Frau hat, die ist total das Gegenteil. Die ist ungepflegt und... Ilona, darf ich mal unterbrechen? Wieso machst du das mit? Ja, warum mache ich das mit? Ich weiß es nicht. Ist es Hilflosigkeit durch meine Erkrankung oder ist es... Weil die Kinder ewig gucken und sagen, Mama, warte doch noch und wir haben doch noch Zeit und das wird sich vielleicht ändern. Ich finde sein Verhalten absolut ungehörig, absolut unfassbar schlimm dir gegenüber. Ich spreche gerade mit dem Fernsehen aus dem Thema. Also ich hatte gerade gesagt, da ist jemand gekommen. Ja, mein Sohn, ich mache nur eben die Tür zu. Ja. Ich finde sein Verhalten wirklich hanebüchen schlimm. Und ich finde es verletzend dir gegenüber und da muss man gar nicht diskutieren. Und dir das auch noch zuzumuten täglich, dass du Zeugin bist. Genau, und wie gesagt, er kommt dann also abends spät wieder und setzt sich hier hin, trinkt sein Bierchen und sagt, ich verstehe das gar nicht, sagt er, dass du die Frau nicht lieben oder mögen kannst. Die Frau, die er jetzt hat, die hat einen 12-jährigen Sohn, sagt er, der liebt mich doch auch. Er sagt, das ist doch ein himmelweiter Unterschied. Ich halte mal fest, er sagt zu dir, er kann nicht verstehen, dass du diese Frau nicht lieben. Genau, dass ich für diese Frau nichts empfinden würde. Ihm würde es so gut gehen. Und ja, ich jetzt hat der einen Schuss oder was? Ich weiß es nicht mehr. Er sagt, du hast mich doch auch noch lieb. Sagt er, dann freue dich doch, dass es mir gut geht. Stand denn überhaupt mal von seiner Seite aus zur Debatte, dass er auszieht aus der Wohnung? Gar nicht. Ich hatte schon mit ihm darüber gesprochen. Ich sag, und dann heißt es natürlich, nein, das ist meine Wohnung und such du dir was. Und jetzt sind ja auch noch sehr, sehr viel finanzielle Verpflichtungen da, ja, wo man dann auch immer hin und her überlegt und macht und tut. Aber ich habe gesagt, irgendwie, wenn ich hier in meinem Haushalt bin und habe so den ganzen Tag so ein bisschen Stress und Ablenkung, aber wenn ich dann abends alleine bin, so wie jetzt, jetzt hatte ich vorhin angerufen, weil wirklich was Wichtiges anlag. Dann spricht er also aus der Gaststätte und ich höre immer, wie die Freundin dann sagt, ist das deine Frau, die alte Kranke? Und dann sagt er, ja. Und das kann ich nicht mehr verstehen. Unfassbar. Unfassbar ist es. Es ist unfassbar. Und das nach 24 Jahren. Also du hast völlig recht, natürlich kann man sich verlieben und Ehen können auch kaputt gehen, aber das muss mit Würde und Respekt passieren. Ja, und das macht er nicht. Und der kotzt dir ins Gesicht. Ich sag's mal ganz drastisch. Ja. So ist sein Verhalten, finde ich.
Und ich finde, dass du das nicht mit dir machen lassen solltest. Finanzielle Probleme hin, finanzielle Probleme her. Irgendeine Lösung wird es geben. Nein, der muss raus aus der Wohnung. Oder du musst raus aus der Wohnung. Ich muss raus, ne? Ja. Ich habe das auch zu meinen Kindern gesagt. Und jetzt sagen, wie gesagt, der 17-Jährige, der jetzt gekommen ist, der hat auch schon eine feste Freundin. Mhm. Den sehe ich abends auch nicht. Der hat eine Ausbildung. Der kommt nach Hause und sagt, Mama, ich kann dich nicht weinen sehen. Mhm. Aber ich habe letztendlich keinen, der jetzt mal sagt, komm, wir packen das an. Mhm. Ich bin wirklich ganz alleine. Ich meine, wenn der Vater dann morgen früh, wenn der jetzt morgen früh hier mit Brötchen wieder auf der Matte steht, dann freuen die sich alle drei und gucken mich an und sagen, was willst du denn? Der ist doch wieder da. Ich kann den nicht rüberbringen, wie ich empfinde als Frau. Und obwohl ich auch noch krank bin, bin ich nicht unattraktiv. Das weiß ich auch nicht, sehe es ja auch nicht. Ich kriege es auch öfters bestätigt. Hattest du gerade gesagt, dass ich sitzen muss und warten muss? Ich kann es nicht. Ja. Hattest du gerade gesagt, ihr habt drei Kinder? Drei. Und der Älteste oder die Älteste? Die Älteste ist eine Tochter, die ist 23. Und was sagt die zu der ganzen Sache? Ja, die sagt, Mama, du musst alleine entscheiden. Sagt sie, ich habe die nur gesehen. Ich kann nur sagen, der Papa wird irgendwann wiederkommen. Aber ich möchte nicht warten. Mir läuft in dem Sinne, weil ich nun mal eben so krank bin, läuft mir ja auch die Zeit ein bisschen weg. Ja, und weißt du, was ich auch noch wichtig finde? Ich meine, du bist krank. Und das wissen wir, dass die Seele bei jeder Krankheit eine wichtige Rolle mitspielt. Ja. Und wenn du ständig so eine Verletzung da aushalten musst und so eine Erniedrigung, ist es natürlich für deine Genesung, für dein grundsätzliches Grundgefühl auch schlecht und schlimm. Ich sag dir nur, raus. Ohne wenn aber. Ich verstehe auch nicht, dass die Kinder, gut, der eine ist erst 17 und gut, aber dass die so einen entweder neutral sind wie deine Tochter. Genau. Die müsste eigentlich jetzt schon ein bisschen mehr Positionen ergreifen und das begreifen, das Ganze. Nein, da musst du raus. Weißt du, vor allem ist ja dann noch so, ich sag dann immer 24 Jahre, ich sag, hast du denn alles vergessen? Es waren doch gar nicht immer schlechte Zeiten und überall kommt mal was vor. Ja, ja gut, aber das ist jetzt sinnlos, darüber zu reden. Ja, da will er nicht. Wenn du dann zum Beispiel mal so sagst, weil er sagt, ach ja, ich empfinde ja noch ein bisschen was für dich, sagt, aber ich habe jetzt so ein erfülltes Sexualleben. Und ich wünschte dir auch, und Mann, dass du das auch so findest. Also bin ich manchmal sprachlos, wenn ich hier sitze. Also raus, Ilona, raus. Ja. Wenn du zum Beispiel zu ihm sagst, so mal, ich hatte da mal einen Film gesehen, gut, das ist vielleicht jetzt ein bisschen albern, aber ich sag, stell mal vor, ich sag, wir wären alle drei auf dem Schiff. Ich sag, und deine Freundin und ich, wir wären am Ertrinken, wem würdest du retten? Ja, da sagt der Plattformkopf zu mir, dich Alte nicht, sagt er, nur die Junge. Ja, aber was willst du noch? Ja, da kann ich doch nicht hier bleiben. Nein, also ist der Fall völlig klar. Ja. So, jetzt habe ich dir meine ganz klare Meinung gesagt. Ja. Wenn du möchtest, kannst du auch noch eine Weile und ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Das fände ich auch ganz gut. Liebe Ilona, legst du bitte auf und wir rufen gleich zurück. Okay, danke, ne? Und zieh aus. Ja, mache ich, danke. Alles Gute. Tschüss. Und hier ist Nicole. Nicole ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Nicole. Ach, Herr, ich bin leicht erkältet. Meine Stimme ist nicht gerade die schönste. Ja, ich kann dich aber wunderbar verstehen. Um was geht's denn? Es geht darum, ich habe am 2. November 2006 meine Mama verloren. Im letzten Jahr, im letzten November. Im letzten November. Was ist passiert? Sie ist bei einer OP verstorben. Was war das für eine OP? Sie ist auf die Intensivstation gekommen wegen einer Lungenembolie. Ja. Also vielmehr, sie war schon länger krank und ist halt ins Krankenhaus gekommen, auf eine normale Station und wurde dann einen Tag später auf die Intensivstation verlegt. Du sagst, sie war schon länger krank. Was hatte sie für eine Erkrankung? Sie hatte Lungenemphysem, COPD. Was ist das? Das ist halt irgendwie, sie hat immer erklärt, ihre Lungenbläschen sehen aus wie ein Matsch. So hat sie es halt erklärt. Es lag halt daran, sie war halt Raucherin und hat auch in Gaststätten gearbeitet und durch das passive Rauchen und Rauchen hat sie sich halt diese Krankheit zugezogen. Also sie musste inhalieren, um dass sie Luft bekommt, Sauerstoff nehmen. Aber es war für uns, also für meine Schwester und mich normal geworden. Ja. Und da waren halt Krankenhausbesuche, so 2-3 Stück im Jahr, auch mal normal. Ja. Deshalb habe ich mir auch keine so großen Sorgen gemacht, als es halt am 31. Oktober hieß, ne, sie kommt ins Krankenhaus. Ja. Und dann hat sie eine Embolie bekommen im Krankenhaus. Genau, mehrere kleine. Und da wussten die Ärzte nicht, wo die herkommen. Und ich wurde dann halt auch an dem Abend angerufen, dass sie gerade wiederbelebt wird und ich vorbeikommen kann. Habe ich natürlich meine Schwester, meinen Stiefvater und meinen Freund angerufen. Die sind dann alle hin. Wir waren dann auch da, meine Schwester und ich. Wir konnten auch nochmal rein, weil sie es nochmal geschafft hatte. Aber die Werte haben nicht gestimmt, meinte der Arzt. Und daraufhin rief er irgendwann nochmal an und meinte, sie müsste operiert werden. Er denkt, es ist ein Darminfarkt. Und der hat mir halt irgendwie erklärt, wenn der Darm sowas hat, der schickt dann diese ganzen kleinen Tromben los irgendwie durch den Körper.
Und er meinte, sie müsste operiert werden. Ist es noch zu der Operation gekommen? Zu der Operation ist es noch gekommen. Und er hat auch gesagt, der Darm konnte noch ein Teil gerettet werden. Aber beim Schließen der Bauchdecke ist sie weggeblieben. Das heißt, sie ist auf dem OP-Tisch gestorben? Genau. Hm. Und für mich ist halt dieser, ich komme mit diesem Cut nicht klar. Hm. Wie alt ist deine Mutter geworden? 57. 57. Hm. Und wir hatten ein sehr enges Verhältnis. Ja. Also sie war nicht nur Mutter, sie war auch beste Freundin und sowas, auch mit meiner älteren Schwester. Also sie war immer da, wir haben täglich telefoniert. Ich bin jeden Tag rübergegangen, weil sie wohnte nur ein Mietshaus neben mir. Ich war nach der Uni dort, ich war, wenn ich Ferien hatte, dort. Mhm. Und es fehlt mir halt. Ja. Der November ist ja quasi erst vorgestern gewesen. Wie hast du jetzt diese letzten paar Monate verbracht und wie hast du gelebt? Ich habe versucht, viel Ablenkung zu suchen. Mein Freund hat mich abgelenkt. Ich war mit meiner besten Freundin in London gewesen. Mhm. Ich war mit meinem Freund über Silvester in New York gewesen und das alles irgendwie. Da fühle ich mich auch wohl, wenn ich woanders bin. Aber sofern ich halt wieder in meiner Heimat bin, in Berlin bin, da fühle ich mich so erdrückt. Da kommt dann so viel auf einmal wieder. Ja. Lebt dein Vater noch? Mein leiblicher Vater lebt noch, aber es ist durch viele, viele Intrigen von ihm kein Kontakt mehr. Achso, insofern war die Mutter wirklich eine besonders wichtige Bezugsperson. Genau, also es war so, wenn ich unterwegs war, dann hat sie mir SMS geschrieben oder wenn ich in der Uni war, hat sie mir geschrieben, was ich gerade mache, wo ich so bin. Mhm. Also es war halt immer wunderbar, wenn von ihr was kam. Sie hat halt auch angerufen, obwohl ich nebenan gewohnt habe, ob ich gut nach Hause gekommen bin. Also es war immer super süß, was sie gemacht hat. Hast du denn, sie ist dann auf dem OP-Tisch verstorben, genau. Sagtest du. Hattest du denn Gelegenheit, dich von ihr im Krankenhaus noch zu verabschieden? Konntest du sie irgendwie sehen? In einem Zimmer hat man sie dort... Ja, also meine Schwester und ich, wir haben sie dann, nachdem sie das erste Mal es geschafft hat, wiederbelebt zu werden, konnten wir sie nochmal sehen. Dann war sie halt auch an Schläuchen angeschlossen. Sie hat zwar immer zu uns gesagt, weil irgendwie hat sie dann immer gesagt, ja, wenn das und das passiert, wenn ich an Schläuchen bin, sagt, ihr wollt mich nicht sehen, aber ich wollte sie sehen. Und als sie dann verstorben war, habt ihr die tote Mutter dann auch sehen können? Noch Nein. Also ja, wir hatten das Angebot bekommen. Was mich halt an der ganzen Sache so wundert, ist halt, dass der Arzt mich immer angerufen hat und nicht meinen Stiefvater. Und daher habe ich halt gesagt, dass ich denke, ich spreche im Namen meiner Schwester, meines Stiefvaters, wenn wir sie nicht nochmal sehen wollen. Wie hast du die Beerdigung erlebt? Es war eine anonyme Beerdigung. Sie wollte unbedingt anonym beerdigt werden und ich habe gesagt, okay, wir respektieren ihren Wunsch, das machen wir auch. Auch wenn es schwer fällt, nicht wirklich zum richtigen Grab gehen zu können. Mhm. Also sie ist irgendwo auf einem Feld? Ja, genau, auf so einer kleinen Wiese und daneben ist halt so ein großes Steinkreuz und da kann man halt alles Mögliche hinstellen, Kerzen, Blumen. Und auf dieser Wiese sind ganz viele Menschen anonym beerdigt. Man weiß aber nicht jetzt genau, an welcher Stelle. Ja, wir haben einen kleinen Vorteil, also sie liegt an einer Ecke und da kann man sich das dann doch merken. Es ist irgendwie so vielleicht ein kleiner Glücksmoment, wo man sagt, wir haben doch eine Stelle. Gehst du denn oft zu dieser Stelle auf dem Friedhof? Kann's noch nicht. Ich kann auch noch nicht die Wohnung von ihr betreten. Mhm. Also mein Stiefvater lebt da noch und ich würde ihn gern besuchen, weil ich ja immer gerne da war. Mhm. Es sind halt so viele Momente, die mir durch den Kopf gehen. Viele sagen, sei doch froh, du hast so viele Erinnerungen, aber die tun momentan so weh. Ja, das ist ein seltsamer Trost, zu sagen, sei froh, du hast so viele Erinnerungen. Weil viele halt sagen, naja, guck mal, deine Schwester, also ich habe eine ältere Schwester. Und die hat halt ein Haus, auch eigene Familie schon. Sie hat halt durch den Beruf auch nicht immer so geschafft, hinzukommen. Sie macht sich natürlich Vorwürfe, dass sie nicht so oft da war. Mhm. Und ich mache mir keinen Vorwurf, dass ich so oft da war. Aber weil ich so oft da war, fehlt mir halt so viel. Ich glaube, das kann man natürlich niemals jemandem sagen, der trauert, du hast so schöne, viele Erinnerungen. Ja, das hat man, aber das hilft einem über die Trauer nicht hinweg. Hast du denn Menschen, deine Schwester oder vielleicht noch deinen Freund oder mit denen du auch sehr oft über deine Trauer sprechen kannst? Spreche nicht. Ich kriege so Momente, wo ich einfach grundlos, also ohne besonderen Moment, anfange zu weinen und dann weiß auch, was los ist. Mhm. Und mit meiner Schwester spreche ich auch und mit meinen besten Freunden und meinem Freundeskreis spreche ich auch darüber. Mhm. Also die sind auch, wenn ich sie brauche, sind sie für mich da. Also ich bin so ein Mensch, momentan suche ich so viel Ablenkung wie möglich. Nicole, ich glaube, das, was du da im Moment durchmachst, ist alles ganz, ganz normal.
Es ist so frisch. Es ist November 2006. Es sind ein paar Monate immer gerade erst her. Dass man da immer wieder in tiefe Löcher stürzt. Dass ich habe nur Angst zu vergessen. Bitte? Ich habe Angst zu vergessen, irgendwie irgendwelche Momente, Kleinigkeiten zu vergessen. Die wirst du nicht vergessen. Du wirst deine Mutter, weil du sie so geliebt hast, alles Schöne und alles Gute wirst du in Erinnerung behalten. Da bin ich ganz sicher. Ich frage mich nur, ob man irgendwie so einen Moment jemals übersteht. Ob man, wie meinst du, ob man? Also so ein Moment, weil ich fühle mich manchmal einfach nur, als wenn ich dahin lebe, als ich, wenn ich nicht mein Leben führe. Mhm. Als wenn ich momentan das Leben von jemandem führe, den ich nicht kenne. Mhm. Auch das, glaube ich, ist ein Ausdruck von sehr tiefer Trauer, der auch völlig normal ist. Auch wenn du immer wieder mal zusammenfällst und weinst, ist das auch völlig normal. Und das wird vielleicht sogar noch lange dauern, ich weiß es nicht, es ist bei jedem Menschen anders. Ich habe halt immer gedacht, mein Freund hat seine Mutter an Krebs verloren und er hat es relativ schnell verkraftet und ich habe mir immer gesagt, das ist der Tag, vor dem ich am meisten Angst habe, dass meine Mama nicht mehr da ist. Wenn er es auch schnell verkraftet hat, so heißt das nicht, dass irgendjemand anderes oder du es auch schnell verkraftest. Vielleicht, ich sage mir immer so für solche Situationen, dass der beste Trost ist, dass man so lebt, wie der Verstorbene es gerne hätte. Das versuche ich, auch wenn es mir schwerfällt. Ich weiß immer, dass sie gewollt hätte, dass ich lachend durch die Wiesn gehe. Deshalb habe ich ja auch in London und New York trotzdem gemacht, weil ich wusste, das will sie, dass ich das mache. Liebe Nicole, ich gucke auf die Uhr, meine Sendung ist gleich vorbei. Wir rufen dich gleich nochmal an. Legst du bitte auf? Okay, mach ich. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Das war's für heute und für diese Woche, meine Lieben. Wir sehen uns wieder nächsten Montag in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann mit einer freien Themennacht wieder.